Moin Community und willkommen im Brettspielzimmer. Heute zu einer Regelerklärung von Coloma. Ein spannendes Spiel um Gold. Und ich würde sagen, wir legen auch gleich los, verlieren keine Zeit. Ich bin Robert, viel Spaß. So, kommen wir zum Aufbau von Coloma. Wir legen den Spielplan bereit. Wir platzieren den Anpreiser auf den Standort 5 und die Sperre auf den Wegweiser. Wichtig, hier beim Aufbau werdet ihr vielleicht ein paar andere Einzelteile sehen, denn ich verwende die Deluxe Edition. Aber das macht ja eigentlich keinen Unterschied. Dann platzieren wir den Jahresmarker auf 1848 und zwei Banditen, wie abgebildet, auf das ovale Feld. Die übrigen packen wir beiseite, weil wir brauchen sie später. Lege hier vier offene Fässer hin. Die übrigen werden verdeckt hier bereitgelegt. Halte den Vorrat immer verdeckt und verbrauchte hier ein Fass, wird es sofort aufgefüllt. Legt Gold entsprechend der Spieleranzahl bereit. Hier werde ich euch den Spieleraufbau für vier Spieler zeigen. Das Gold, was übergeblieben ist und nicht verteilt wurde, kommt wieder in die Schachtel zurück. Die Lore wird jetzt leer bereitgestellt. Stapelt Flussplättchen und die übrigen kommen hier in den Vorrat. Wenn die aufgebraucht sind, füllt ihr sie nach. Kommen wir jetzt zu den Brücken. Aus den 10 unterschiedlichen Brücken wählen wir 6 zufällige aus und platzieren sie auf die Brückenfelder. Die übrigen 4 Sorten kommen wieder in die Schachtel. Abhängig von der Spieleranzahl platzieren wir hier ein Brückentäfelchen für 1 bis 2 Spieler, 2 für 3 bis 4 Spieler und bei 5 bis 6 Spielern platzieren wir hier 3 der gleichen Sorte gestapelt. Da wir zu viert spielen, kommt überall einer dazu. Wählt von den 4 Schießereitafeln 2 zufällige aus und platziert sie auf das Spielbrett. Die übrigen kommen wieder in die Schachtel zurück. Aufbau des Spielertableaus. Jeder Spieler nimmt sich ein Spielertableau mit der Seite A. Die andere Seite mit B ist für Fortgeschrittene, A für Anfänger. Jeder wählt eine Farbe, bekommt die farblich passende Wählscheibe dazu, packt seine Pioniere und Zelte in den allgemeinen Vorrat, nimmt sich 2 Pioniere und ein Zelt und packt es in seine Lodge. Legt den Siegpunktmarker auf das Feld 0, 100, platziert seinen Wagen auf Coloma, nimm dir 2 Dollar, ein Gold und ein Pferd. Mische alle Gebäudekarten deiner Farbe und platziere sie auf das Feld. Jetzt ziehst du 6 Karten, schaust sie dir an und legst 2 Karten ab, sodass deine Starthand aus 4 Karten besteht. Wichtig, die 2 Karten, die du abwirfst, kommen immer entweder auf den Stapel oder unter den Stapel. Du wirst im gesamten Spiel nie deinen Zugstapel mischen und auch keinen Ablagestapel produzieren. Die 4 Karten sind jetzt deine Starthand. Der Spieler, der zuletzt einen Western geschaut hat, wird Startspieler. Die Buster-Karten, die für 2 Spieler sind, benötigen wir nicht. Sie kommen zurück in die Schachtel. Das gleiche gilt für die Hotelkarten. Das ist eine kleine Erweiterung. Sowie die Charakterkarten, die unterschiedliche Eigenschaften haben. Allesamt kommen in die Schachtel zurück. Jetzt bilden wir den allgemeinen Vorrat. Hier kommen alle Pferde hin, alle Goldgräber von Spielern, die mitspielen, sowie die Zelte, die Lore, wo ausgegebenes Gold reinkommt, die Banditen, die Fässer, Flüsse und es kommen noch die Dollar dazu. So, das war der Aufbau. Kommen wir jetzt zum Spielablauf. Coloma wird über 3 Jahre gespielt. 1, 2, 3. Jedes Jahr erfolgt über 5 Runden. 1, 2, 3, 4, 5. Jede Runde besteht aus 7 Schritten. Ich fasse einmal kurz zusammen.
Anpreiser und Sperre rotiert, aktuelles Ereignis wird ausgelöst, dann wählen wir zeitgleich einen Ort aus, wo unser Pionier hin soll, zwischen 1 und 5, warten bis alle durch sind und decken dann auf. Dann werden die Pioniere auf die Standorte gestellt, die wir ausgewählt haben, von jedem Spieler. Dann wird die Sperre ermittelt, sie kommt dahin, wo die meisten Pioniere stehen, dazu aber später mehr. Dann führt jeder seinen Spielzug durch, beginnt bei 1, enden bei 5, jeder, wo seine Figur steht. Und an Position 7, jeder nimmt seinen Pionier wieder zurück. Das war eine Runde. Wenn wir das 5-mal gemacht haben, gibt es eine Schießerei. Dann kommt das nächste Jahr, dann spielen wir wieder 5 Runden, danach gibt es eine Schießerei und das letzte Jahr geht los. Wieder 5 Runden und zum Schluss die letzte Schießerei. Kommen wir jetzt zum detaillierten Rundenablauf. Das ist der Anpreiser, das ist der Wegweiser und das ist die Sperre. Rotiert dann beide am Anfang der Runde zum nächsten Standort, von 5 auf 1 in der ersten Runde. Jedes Jahr wird der Anpreiser weitergerückt, sprich nächste Runde 2, 3, 4, 5. Daran erkennt ihr auch die Rundenanzahl. Mit Standort 1 beginnt immer die erste Runde und in Runde 5 ist Standort 5 dran und dann endet auch das erste Jahr. Dann wird das aktuelle Ereignis ausgelöst. Jeder Spieler erhält die abgebildete Belohnung, beginnend mit dem Sheriff. Hier oben erkennen wir noch, hat jemand ein Zelt hier drauf platziert, zum Beispiel so, dann wird die Belohnung verdoppelt. Auf dieses Feld darf von jeder Farbe ein Zelt stehen. Sprich, jeder kann sich diesen Vorteil holen. Standort 1. Man erhält 2 Goldgräber. Bei einem Zelt bekommt man 4. Wichtig, die Goldgräber sind begrenzt. Solltet ihr welche bekommen und im allgemeinen Vorrat gibt es keine mehr, dann geht ihr leer aus. Standort 2. Hier bekommt ihr 1 Gold aus dem allgemeinen Vorrat. Bei einem Zelt bekommt ihr 2. Wenn kein Gold mehr im allgemeinen Vorrat vorhanden ist, bekommst du stattdessen 1 Dollar. Standort 3. 2 Karten ziehen, mit Zelt 4 Karten ziehen. Wichtig, es gibt kein Handkartenlimit. Sollte beim Ziehen auf einmal deine Karten ausgehen, bekommst du für jede Karte, die du nicht ziehen kannst, einen Sieg. Vierter Standort, du bekommst 2 Dollar, mit Zelt 4 Dollar. Und zu guter Letzt der 5. Standort, du kannst 1 Gold abgeben, wenn du magst, und bekommst dafür 3 Siegpunkte. Hast du ein Zelt stehen, darfst du 2 Gold abgeben und bekommst dafür 6 Siegpunkte. Immer wenn was rot ist, heißt das abgeben. Immer wenn es grün ist, heißt es bekommen. Sieht man ziemlich schlecht, aber so ist es. Kommen wir jetzt zum Goldwert. Der Goldwert sinkt mit der Zeit. Am Anfang ist jedes Gold 3 wert, dann 2, dann 1. Immer wenn ihr mit Gold bezahlt, bekommt ihr kein Wechselgeld. Mit Gold dürft ihr immer bezahlen, wenn Gold zu sehen ist und wenn Dollar zu sehen sind. Also individuell. Mit Dollar dürft ihr nur Dollar bezahlen, nicht wenn Gold abgebildet ist. Das ist der große Unterschied. Aktuell sieht es so aus, jetzt ist jeder Nugget 3 Dollar wert. In diesem Beispiel ist auch noch jeder Nugget, den man besitzt, 3 Dollar wert. Sobald die nächste Zeile angebrochen wird, sprich einer fehlt, sind alle Nuggets im Spiel nur noch 2 Dollar wert. Das gleiche gilt auch, wenn die Reihe aufgebraucht ist und man die letzte Reihe beginnt. Dann ist jeder Nugget nur noch 1 Dollar wert. Jetzt wählt jeder von uns zeitgleich seinen Ort auf seiner Auswahlscheibe aus, verdeckt selbstverständlich, wo sein Pionier gleich positioniert wird. Wenn alle fertig sind, werden sie aufgedeckt. So, schauen wir mal. Blau 1, lila 3, rot 2 und grün auch 2. Jeder Standort hat 2 Sektionen, einmal den äußeren, gewöhnlichen Bereich und den inneren, Aufschwungbereich. Wenn ein Pionier auf diesem Standort steht, kannst du beide Aktionen durchführen oder nur eine oder auch keine. Außer selbstverständlich, die Sperre blockiert es. Wichtig, es gibt auch einige Sonderkarten, die Aktionen bei der Sperre erlauben. Jetzt ermitteln wir die Sperre. Nachdem alle Pioniere platziert wurden, wird der Standort mit den meisten oder allen Pionieren gesperrt. Mit den meisten ist Nummer 2, also wird die Sperre auf 2 gedreht. Jetzt ist aktuell an diesem Standort
nur die obere Aktion möglich. Kommen wir zu einem Sonderfall. Gibt es keine Mehrheit, wie in diesem Beispiel 2-2, wird die Sperre nicht gedreht und alles bleibt so stehen. So, kommen wir jetzt zum Spielzug durchführen. Hier startet der Sheriff, beginnend beim Standort 1 und weiter im Uhrzeigersinn. Führt ihr eine oder zwei Aktionen mit eurem Pionier aus? Standorte ohne Pionier werden dabei ausgelassen. Steht mehr als ein Pionier auf einem Standort, so werden die Aktionen in Spielerreihenfolge durchgeführt. Im Uhrzeigersinn beginnen mit dem Sheriff. Eine kleine Info für den Spielfluss. In vielen Fällen könnt ihr eure Aktionen simultan ausführen. Vorausgesetzt, die Aktionen haben keine Auswirkung auf die anderen. Und zu guter Letzt werden dann alle Pioniere wieder zu ihren Besitzern zurückgegeben. Dann würdet ihr wieder von vorne beginnen. Der Ausrichter wird neu positioniert auf den nächsten Standort. Das Ereignis wird durchgeführt. Dann wählen wir den neuen Standort unseres Pioniers. Die Pioniere werden verteilt von allen Spielern. Wir schauen, welcher Ort wird gesperrt. Wir führen die Aktionen durch und sie kommen wieder zurück. Sollten wir aber an Position 5 sein und die Runde endet, dann kommt es zur Schießerei. Dazu aber später mehr. Jetzt erkläre ich euch die 5 unterschiedlichen Standorte plus den Anpreiser. Der Anpreiser: für 2 Geld je ein Zelt deiner Farbe aus dem allgemeinen Vorrat kaufen. Das darfst du so oft machen, wie du möchtest. Oder, beziehungsweise und, ein Gold ausgeben und dafür ein Pferd kaufen. Man darf es auch so oft machen, wie man will. Pferde darf man insgesamt 6 Stück haben. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wichtig, deine Zelte sind begrenzt. Das war die äußere, gewöhnliche Aktion. Jetzt kommen wir zur inneren Aktion, nämlich die Aufschwungaktion. Nimm dir ein Fass aus dem allgemeinen Vorrat. Entweder ein verdecktes oder ein offenes. Wählst du ein offenes aus, musst du je nach Fassposition neue Banditen hinzufügen. 1, 1, 2 oder 2. Dadurch kommen mehr Banditen zur Schießerei. Solltest du ein offenliegendes Fass genommen haben, wird direkt danach ein neues Fass aufgedeckt. Kommen wir zu den Fässern. Du darfst ein Fass zu jedem Zeitpunkt in deinem Zug benutzen, inklusive dem Zug, in dem du das Fass bekommen hast. Also, sollte ich gerade dieses Fass bekommen haben, dann wird selbstverständlich aufgefüllt. Ein neuer Bandit kommt hinzu. Ich könnte das Fass jetzt also direkt benutzen, würde dann 3 Dollar bekommen und lege es verdeckt auf mein Spielertableau. Es wird nicht in den allgemeinen Vorrat zurückgelegt, weil ich es benutzt habe. Nur wenn ich Fässer abwerfe, kommen sie in den allgemeinen Vorrat zurück. Diese Fässer braucht man vielleicht später für eine Entwertung, dazu aber später mehr, oder für besondere Fähigkeiten. Kommen wir jetzt kurz zum Wegweiser. Der Wegweiser ist keine Fähigkeit, er kopiert nur die Fähigkeit links daneben. Sprich, steht bei einem Pionier hier, darfst du diese Fähigkeit nutzen und diese Fähigkeit nutzen. Sollte der Wegweiser mit der Sperre verdeckt sein, darfst du keine Fähigkeit benutzen. Außer du hast eine Sonderkarte. Oder du stehst hier, der Wegweiser zeigt auf das Gesperrtschild, dann darfst du das Gesperrtschild mit deinen Sonderkarten nutzen. Ich nehme einmal den Anpreiser beiseite, das passiert im normalen Spiel nicht, aber jetzt, damit ich euch alle 5 Standorte genau zeigen kann. Standort 1, die Schaufelaktion. Die Schaufelaktion. Du kannst die Schaufelaktion auf deinem Tableau und auf jeder anderen Fähigkeit von Gebäuden, die zeige ich euch gleich, je einmal nutzen. Also, wenn dein Männchen hier steht, nutzt du die Schaufel. Die Schaufel zeigt dir 2 Karten ziehen. Oder wenn man zum Beispiel das Gebäude hat, dann benutzt man die Schaufelaktion und bekommt man ein Zelt. Hier das gleiche, Schaufelaktion, 2 Karten ziehen. Zu den Kartenbeschreibungen kommen wir gleich noch. Das war die gewöhnliche Aktion, jetzt kommt die Aufschwungaktion, nämlich Handkarren. Handkarren, gleiche Aktion. Auf meinem Spielertableau sehe ich einen Handkarren und bekomme ein Gold. Bei der Schubkarre läuft es genauso. Wir schauen auf unsere Gebäudekarten, die an unserem Spielertableau ausliegen und aktivieren jede Schubkarre. Wir müssen die Aktion nicht machen, aber wir können. Kommen wir zum zweiten Standort. Bei der gewöhnlichen Hammeraktion kannst du einen Fluss vermessen oder eine Brücke bauen. Du zahlst dafür den angegebenen Preis. Dann schauen wir beim Hammer.
Wir müssen 2 Männchen und 2 Dollar abgeben und bekommen dafür ein Flussplättchen. Hier dürfen wir auch Gold abgeben. Oder Brücke bauen, Hammeraktion, 3 Männchen abgeben. Die müssen sich hier befinden und kommen dann in den allgemeinen Vorrat zurück. Und 4 Dollar abgeben oder Goldnuggets abgeben im Wert von 4. Dann kommen wir zur Aufschwungaktion. Mithilfe der Säge, Fluss vermessen oder Brücke bauen. Hier auch 2 Männchen abgeben und 1 Gold. Hier darfst du nicht mit Dollar bezahlen, hier musst du mit Gold bezahlen. Das ist der gravierende Unterschied. Das gleiche auch beim Brückenbau. 3 Männchen abgeben und 2 Goldnuggets. Kommen wir jetzt zu den Fluss- und Brückenplättchen. Beim Vermessen, egal ob mit dem Hammer oder mit der Säge, nimmst du dir anschließend ein Flussplättchen und kannst es auf einen dieser 4 Positionen platzieren. Egal wo man es hinpackt, man bekommt anschließend die Belohnung, die darunter abgebildet ist. Siegpunkte bekommt man erst am Spielende. Das Fass, das Zelt oder das Pferd und die G-Aktion führt man sofort aus. Man kann nur maximal 4 Flüsse ausmessen. Baust du eine Brücke, egal ob mit Hammer oder mit Säge, nimmst du dir ein Brückenplättchen deiner Wahl und platzierst es auf einen Fluss. Hast du noch keinen Fluss ausgemessen, zum Beispiel so, dann darfst du keine Brücke platzieren. Du musst also erst den Fluss ausmessen und dann darfst du darüber die Brücke platzieren. Es gibt 6 unterschiedliche Brücken und jede dieser 4 Brücken muss unterschiedlich sein. Brücken bringen am Spielende Siegpunkte. Für jedes Pferd, was man am Spielende besitzt, bekommt man 3 Siegpunkte. Man kann ja 6 Pferde maximal haben. 6 mal 3 wäre 18, aber hier unten sind die Siegpunkte begrenzt auf 15. Wenn ein Brückentyp leer wird, ist er nicht mehr verfügbar. Kommen wir zum Standort Nummer 3. Hier gibt es auch eine gewöhnliche Hammeraktion und eine Aufschwung-Segen-Aktion. Mithilfe dieser 2 Aktionsmöglichkeiten könnt ihr Karten aus eurer Hand ausspielen. Bei der Hammeraktion musst du 2 Männchen abgeben und 2 Dollar bzw. Goldnuggets im Wert von 2 Dollar. Bei der Sägeaktion gibst du 2 Männchen ab und 1 Goldnugget. Sprich, du kannst hier entweder 2 Gebäude bauen, 1 Gebäude bauen oder kein Gebäude bauen, je nach Ressourcen. Gebäude platzierst du entweder hier rechts daneben oder darunter, je nach Platz. Die beiden Gebäude habe ich nacheinander gebaut. Insgesamt muss ich 4 Männchen abgeben, 2 Dollar und 1 Nugget. Eins wurde mit dem Hammer gebaut und 1 mit der Säge. Kommen wir jetzt zur Erklärung der Gebäudekarten. Hier oben sind die Baukosten, die Standortnummer. Auf diesen Standort bezieht sich das Gebäude. Die Fähigkeiten hier unten werden immer dann ausgelöst, wenn ihr mit eurem Pionier auf dem passenden Standort steht. In diesem Fall 1, 1. Und hier sehen wir auch Schippe und Schubkarre. Schippe und Schubkarre. Und zu guter Letzt, hier oben am Spielende bringt jedes Gebäude 6 Siegpunkte. So, kommen wir jetzt zu Position 4. Die gewöhnliche Aktion Wagen bewegen. Bewegt euren Wagen auf der Karte um so viele Felder, wie ihr Pferde besitzt. Ihr müsst nicht alle Schritte gehen, sprich wenn ihr 4 Pferde habt, dürft ihr auch nur 3 Schritte gehen. Und die Aufschwungaktion ist das gleiche. Bewegt deinen Wagen so viele Schritte, wie du Pferde besitzt. Nehmen wir an, du hast 4 Bewegungspunkte. Hufeisen bringen nichts, verbrauchen nur einen Bewegungspunkt. 1. Dann gehst du hier hin. Jetzt bekommst du sofort 2 Pioniere aus dem Vorrat. Dann gehen wir hier hin. Hier passiert wieder nichts. Und mit unserem letzten Schritt gehen wir hier hin und bekommen auch wieder 2 neue Pioniere in unsere Lodge. Das wäre jetzt die erste Aktion gewesen. Jetzt führen wir die zweite Aktion durch. In einem normalen Zug darfst du nicht hin und her fahren, sondern musst deinen Zug immer in eine Richtung bewegen. Jetzt im zweiten Zug könnten wir auch wieder die gleiche Strecke zurückfahren. Wenn du den Bonus aus einer Stadt haben möchtest, musst du hier halten. Ein Beispiel, Bewegungsaktion 1, 2, wir dürfen eine Karte ziehen, 3, es passiert nichts und 4, wir bekommen wieder 2 Pioniere.
wären wir hier stehen geblieben, wäre unsere Runde beendet, aber dann hätten wir die Auswahl zwischen einem Pferd oder vier Pionieren. Also bei den Großstädten müsst ihr stehen bleiben, um den Bonus zu bekommen. Auf dem Weg nehmt ihr alles mit, wo ihr durchfährt. Sollte Grün auf diesem Feld stehen, zählt dieses Feld nicht als Bewegung, ihr überspringt es. In diesem Fall wieder vier Bewegungspunkte. 1, 2, 3, 4. Und ihr sammelt unterwegs wieder vier Pioniere ein. Großstädte haben keine Begrenzung. Hier dürfen so viele Wagen stehen, wie ihr wollt. Auf allen anderen Feldern jeweils nur ein Wagen. Selbstverständlich, wenn ihr dieses Feld mit dem Grünen überspringt, ignoriert ihr auch die Belohnung. Ach ja, wichtig. Ich habe jetzt hier Pioniere gesagt. Diese kleinen Typen heißen eigentlich Goldgräber. Also, ihr sammelt unterwegs selbstverständlich Goldgräber ein. Kommen wir zum Standort Nummer 5. Gewöhnliche Aktion, Goldgräber platzieren und oder Zelte platzieren. Aufschwungaktion, ein Zelt bekommen. So, Goldgräber aus deiner Lodge hier zur Schießerei bringen. Dann werden aus Goldgräbern Revolverhelden. Zum Beispiel zwei hier auf die Hüte platzieren. Wichtig, du musst immer eine Reihe komplett voll machen. Wichtig, die Goldgräber-Revolverhelden bleiben hier bis zum Jahresende stehen. Mehr dazu in der Aufräumphase. Und du darfst pro Zug nur eine Reihe befüllen. Also nicht zum Beispiel einen abgeben für diese Reihe, zwei abgeben für diese Reihe und drei abgeben für diese Reihe. Du musst dich für eine Reihe entscheiden und die dann komplett füllen. So, Zelte platzieren. Da gibt es zwei Auswahlmöglichkeiten. Einmal auf ein Ereignis platzieren oder die zweite Optionsmöglichkeit ist es, Zelte ins Grasland platzieren. Da haben wir fünf unterschiedliche. 1, 2, 3, 4, 5. Wenn dein Wagen sich hier befindet, darfst du hier ein Zelt platzieren. Pro Grasland nur ein Zelt deiner Farbe. Es darf hier aber pro Farbe ein Zelt stehen. Bist du hier, darfst du hier und hier Zelte platzieren. Hauptsache, du hast genug Zelte in deiner Lodge. Jetzt fragt ihr euch sicher, was bringen denn die Zelte hier? Hier bringen die Zelte ja die doppelte Belohnung beim Ereignis. Hier bringen die Zelte Siegpunkte. Hast du zwei Zelte bei Spielende hier im Grasland, bekommst du 7 Siegpunkte. Hast du es aber geschafft, hier, 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 hier und hier, sprich 5 Zelte im Grasland zu positionieren, bekommst du 25 Siegpunkte. Die Schießerei beginnt, nachdem der Anpreiser an Standort 5 angekommen ist und wir die Runde abgearbeitet haben. Kommen wir jetzt zur Schießerei. Es wird immer überprüft, wer gewinnt. Entweder gewinnen wir, die Revolverhelden, oder die Banditen. In unserem Fall gewinnen die Banditen. Dann schauen wir auf dieser Seite. Würde es so aussehen, 1, 3, 6, dann würden wir gewinnen. Sollten es mal gleich viele sein, wie in diesem Fall, gewinnen auch die Banditen. Wir müssen also immer mehr sein als die Banditen. Dann werden die Belohnungen bzw. die Strafen abgearbeitet. Sollten wir gewinnen, bekommt derjenige, der am meisten dazu beigetragen hat, sprich Lila, den Sheriffstern, wird dadurch Startspieler, bekommt 6 Dollar und 6 Siegpunkte. Der Zweitplatzierte, Blau, bekommt immer noch 4 Dollar und 3 Siegpunkte. Rot bekommt 2 Dollar und 1 Sieg. Wenn jemand geholfen hat, aber so wenig, dass er an Position 4 oder 5 wäre, würde er auch 2 Dollar und 1 Siegpunkt bekommen. Aber jeder, der hier nicht steht, sprich überhaupt nicht geholfen hat, muss einen seiner Goldgräber von seiner Lodge, wenn er einen hat, oder von seinem allgemeinen Vorrat, wenn er hier keinen mehr hat, auf seinen Friedhof stellen. Der wird von unten nach oben befüllt und am Spielende verlierst du einen Siegpunkt. Und dir fehlt der Goldgräber fürs weitere Spiel. Nehmen wir an, wir haben verloren, dann würde der Blaue immer noch Sheriff werden, Startspieler, 4 Dollar bekommen und 3 Siegpunkte. Der Rote würde noch 2 und 1 bekommen. Der Dritte
Wenn hier überhaupt noch einer stehen würde, steht ja nicht, er würde ein Männchen verlieren, aber alle, die nicht geholfen haben, würden zwei Männchen verlieren. Sprich, der grüne und der lila Spieler würden zwei Männchen auf ihre Friedhöfe packen. So, Jahresende. Nach den 5 Runden und der Schießerei endet das Jahr. Jetzt wird aufgeräumt. Lege alle Banditen und Revolverhelden zurück in den allgemeinen Vorrat. Entferne die aktuelle Schießereitafel und pack sie in die Schachtel. Jetzt sehen wir die Belohnungen bzw. die Strafen für die nächste Runde. In der letzten Runde wird immer die Schießereitafel verwendet, die aufgedruckt ist. Bewegt den Jahresmarker ein Feld nach unten, stellt diesmal 4 Banditen auf. Jetzt füllt ihr den Goldvorrat auf mit allen Goldnuggets, die in der Lore sind. Beim Auffüllen starten wir immer mit der untersten Reihe und füllen sie dann Step by Step auf. So, kommen wir jetzt zum Spielende und Schlusswertung. Nach den 3 Schießereien endet das Spiel. Alle Spieler zählen ihre Punkte und markieren diese auf der Leiste. Alle Punkte von Gebäuden werden gezählt. Alle Zelte in den Grasländern werden ausgewertet. Dann kommen die Flüsse dran. Ich habe einen Fluss, 6 Siegpunkte. Dann die Brücken. Ich habe ein Fass, 1x3, also nochmal 3 Siegpunkte. Und zu guter Letzt verlieren wir Siegpunkte für Goldgräber auf dem Friedhof. Der Spieler mit den meisten Siegpunkten gewinnt. Bei Gleichstand gewinnt der Spieler mit dem meisten Gold auf seiner Lodge. So, ich hoffe, die Regelerklärung hat euch gefallen und wir sehen uns in der Zukunft